Epilog. Stärker als die Zeit. Und anschließend wachte ich wieder auf. Ich lag bequem in meinem Bett, die Sonne stand draußen bereits am Himmel. Es waren noch Ferien und erst vor wenigen Tagen hatte ich Pokémon Super Mystery Dungeon durchgespielt. Das war wohl auch die Erklärung. Die Erklärung für diesen unfassbaren Traum. Es fühlte sich so an, als könnte gar nicht so viel in einem einzigen Traum passieren und doch wusste ich, dass es stimmte. Mein Bruder war anscheinend gerade nicht im Haus, meine Eltern beide auf der Arbeit. Also war ich fürs Erste allein zu Hause. Nach allem, was ich geträumt hatte, packte mich große Lust, meinen alten Erkundungsteam Himmelsspielstand wieder einmal zu besuchen. Und gleichzeitig, dieser Traum war so emotional, actionreich, komplex. Ich sollte ihn vielleicht aufschreiben. Ich sollte ihn aufschreiben und Geschichten daraus machen. Vielleicht würden manche das ganz cool finden. Aber ich hatte alle Zeit der Welt, deshalb bewegte ich mich erst einmal bequem zu unserer Wii U. Ich hatte auf dieser Konsole zum ersten Mal ein Spiel der Reihe gespielt. Und schon damals war es wirklich ein Erlebnis. Die Konsole und das Spiel starteten, doch leider musste ich eine traurige Feststellung machen. Im Startmenü zeigte es mir nur die Option Neues Spiel. Anscheinend war mein alter Spielstand über die Zeit irgendwie gelöscht worden. Naja, dann würde ich das Spiel eben noch einmal durchspielen. Verdient hatte es das auf jeden Fall. Also machte ich schnell die Fragerunde zu Beginn durch. Würde ich dieses Mal ein anderes Pokémon bekommen? Es wäre irgendwie schon schön, noch einmal all die Erinnerungen neu erleben zu können, mit demselben Team wie einst zuvor. Andererseits wäre es natürlich auch etwas Cooles, mit einem neuen Team das Ganze zu erleben. Allerdings warf mich das Spiel noch am Ende der Fragerunde etwas aus der Bahn. Die letzte Frage hatte ich noch nie gehabt. Sie musste sehr selten sein oder irgendein Bug. Ich meine, irgendwie musste der Spielstand ja auch verschwunden sein. Doch irgendwie strahlten die Buchstaben auf dem Gamepad etwas ganz Besonderes aus. Als sie die Frage bildeten: Erinnerst du dich? Gleichzeitig tat das Spiel etwas, was es bei der Fragerunde sonst nie tat, wenn auch sonst ganz gerne. Vermutlich hatte sich irgendwie ein Dialog vorgeschoben. Es gab nämlich nur eine Auswahlmöglichkeit. Die Erinnerungen überstehen die Zeit. Natürlich wählte ich sie an. Anschließend begann die Analyse, welches Pokémon ich bekommen würde, kurz nach dem Aurenscan. Wieder einmal bekam ich die braune Aura zugesprochen und die Stimme im Spiel begann. Du bist der heldenhafte Typ. Deine Freunde und die Reisen stehen bei dir über allem. Du bist immer bereit, alles zu geben und alles zu opfern. An Entschlossenheit mangelt es dir nie. Du bist... Doch an diesem Punkt ereignete sich eine weitere Wendung. Und langsam begann ich wirklich misstrauisch zu werden. Du bist wiedergekehrt. Eine Legende wie dich gibt es nur einmal. Du bist... Das Bild eines Kanimani ploppte auf. Günther. Willkommen zurück. In deiner zweiten Heimat. Vollkommen perplex sah ich zu, wie die Partnerauswahl schlicht übersprungen wurde und das Spiel begann. Ein Kapitelbildschirm zeigte sich auf. Aber es war nicht Kapitel 1. Epilog. Eine neue Zukunft. Kaum war dieser Bildschirm verschwunden, erwachte mein Kanimani an einem allzu bekannten Ort. Im Postgame des Spiels erwachte man immer an dieser Stelle. Auf dem Bett in der Tohaido-Klippe. Allerdings war das zweite Bett leer. Naja, fast. Eine Blume schien auf ihm zu liegen. Was ist hier los? Ich dachte diesen Gedanken nur flüchtig zu mir selbst. Was es nicht weniger verstörend machte, als genau diese Worte auf dem Bildschirm aufploppten. Direkt neben dem verwirrten Porträt von Kanimani, welches es im Spiel gab. Langsam wird mir das Ganze hier gruselig. Wieder spiegelte sich mein Gedanke sofort auf dem Bildschirm. Was zur Hölle? Was geschieht hier? Wieder dasselbe Spiel. Nervös entschied ich mich, die Klippe zu verlassen. Ich stieg die Treppen hinauf und stand am Rande des Cliffs. Irgendwie war die Atmosphäre anders als sonst.
Die typische, gut gelaunte Musik von Schatzstadt spielte einfach nicht. Doch stattdessen waren die natürlichsten Geräusche zu hören. Das Rauschen des Meeres, leise Stimmen in der Ferne, der Wind an den Klippen. Es wirkte beinahe wie echt. Doch als ich den nächsten Bildschirm betrat, Schatzstadt selber, traf ich auf ein unfassbares Bild. An diesem Ort hatten sich viele Pokémon versammelt. Soweit nicht ungewöhnlich. Doch, manche von ihnen sollten eigentlich nicht in diesem Spiel einprogrammiert sein. Zum Beispiel Floink oder Elementara. Ein Textfeld erschien neben dem Bild eines Latias. Günther, du hast also wirklich einen Weg gefunden. Auch du hast nicht vergessen. Auch du hast nicht vergessen? All diese Pokémon. Mein Traum. Ich weiß nicht weshalb, aber meine Hand schnellte zu meiner Hosentasche. Und ich spürte ein Stück Papier. Schnell zog ich es heraus. Und sah, was auf ihm zu sehen war. Don't ever forget. Stand ganz oben drauf. Freunde, ihr seid es wirklich? Wieder projizierten sich meine Gedanken auf den Bildschirm. Ja, wir sind es. Wir haben es dir alle versprochen, nicht? Wir haben uns alle erinnert, so wie du anscheinend auch. Wir haben uns alle hier getroffen und Latias hatte eine Idee. Vielleicht könntest du, wenn deine Bindung in diese Welt stark genug wäre, über deine Welt eine mentale Verbindung eingehen. Und es hat geklappt. Du bist hier, zwar nur in einer Hülle und nicht körperlich, aber du bist hier. Sie alle hatten sich versammelt. Bulbi, Funkenherz, Eevee, Spark, Seeong, Sumpex, Latios, Latias, Floink. All diejenigen, von denen ich mich verabschiedet hatte, standen nun mit mir hier. Wir haben es also wirklich geschafft. Wir haben den Weltenbaum gerettet und können jetzt endlich in die Zukunft blicken. Wir haben es geschafft. Es stimmte. Die Welt war gerettet. Unsere Erinnerungen lebten. Und nun, wann immer mir danach war, konnte ich reisen. In meine zweite Heimat. Doch auch unter Vorbehalten, wie ich durch Latias Recherche erfuhr. Sollte ich im Spiel nur einmal sterben, wäre die Verbindung in die andere Welt für immer getrennt. Und so begann die Zukunft. Jeder meiner Freunde ging einen Weg, welchen er im Leben einschlagen wollte. Sumpex ging auf Reisen, als einsamer Abenteurer. Er wollte sich einen Namen für sich selber machen und hatte nun all die Zeit, um diesen Wunsch zu erfüllen. Latias und Latios reisten zurück nach Silberdorf. Latias übernahm ihre Rolle als Dorfvorstand wieder, während Latios nun derjenige war, der wohl das schlichteste Leben führte. Er hatte kein Interesse mehr daran, bei der OGR zu arbeiten und lebte einfach in Silberdorf. Seon kehrte auch zurück zu dem, was er am liebsten tat. Er reiste weiter durch die Meere, auf der Suche nach Spaß und Abenteuern. Floink ist vielleicht von all den Pokémon derjenige, dessen Ende mich am glücklichsten machte. Nachdem er eine Weile durch die Welt reiste, als Nomade, kehrte er nach einigen Monaten zurück nach Silberdorf, um nun wieder dort zu leben, wo er aufgewachsen war. Seine friedliche Zukunft, für welche er so gelitten hatte, war eingetroffen. Doch nicht nur all dies war für ihn geschehen. Er kehrte auch nicht alleine von seiner Reise zurück. Ein Pokémon, welches uns allen unbekannt war, folgte ihm. Floink erzählte, dass sich die beiden auf ihren Reisen begegnet waren und zusammengereist waren. Sie wurden gute Freunde. Und später, jedoch erst kurz nach ihrer Ankunft, kamen beide zusammen. Floink hatte tatsächlich eine Freundin gefunden. Bisasam wäre glücklich, das weiß ich genau. Eevee und Spark kehrten beide wieder zurück zum Stamm. Dort hatte Eevee ihre Rolle als Anführerin wieder angenommen und die Dinge standen sehr ähnlich zur Vergangenheit. Nur ein paar Sachen unterschieden sich. Natürlich Sparks Präsenz, die ein Unterschied zu vorher war, einerseits. Doch Eevee selbst andererseits. Nun, wo der Krieg gewonnen war, sie ihre Bestimmung erfüllt hatte und viele ihrer Sorgen fort waren, war sie wieder so viel glücklicher. Beinahe erinnerte sie mich wieder an die Eevee, welche ich damals kennengelernt hatte. Das Einzige, was sie noch unterschied, war, dass sie nun deutlich reifer war. Sie war wirklich erwachsen geworden.
Die einzige, die nicht so glücklich mit diesem Ausgang wirkte, war Bulbi. Sie entschied sich ebenfalls, in ihre alte Heimatwelt zu reisen. Die Erinnerungen in Silberdorf plagten sie. Funkenherz folgte ihr natürlich. Nachdem ein paar Wochen in der Gilde ihre Lage logischerweise nicht besserten, bot Ivia an, dass die beiden zum Stamm mitkommen könnten. Dort hatte Bulbi nicht so viele Erinnerungen und es wäre einfacher für sie. Außerdem schien Funkenherz der Gedanke sehr zu gefallen. Also nahm sie an und wurde Teil des Stammes. Eine seltene Ausnahme, aber doch eine, die alle Mitglieder gut verstanden. Aber apropos Ausnahme. Ein drittes Pokémon, welches nicht zur Evoli-Reihe gehörte, blieb auch im Stamm. Groudon. Er war inzwischen wahrlich ein festes Mitglied und vielen dort ein guter Freund. Er ging in seinen Aufgaben dort wirklich auf und wurde ein wertvolles Mitglied des Stammes. Groudon war ein guter Freund geworden. Und das waren alle von ihnen. Alle, die es bis an diesen Punkt geschafft hatten. Jahrzehnte hatten wir gekämpft und nun leuchtete die Zukunft. Die Vision der zerstörten Zukunft war abgewendet. Und ich? Ich hatte nun meine kleine, geheime Welt, welche ich oft besuchte. Gerade während ich dies schreibe, stehe ich am Rande des Strandes in Schatzstadt. An diesem Ort wurden kurz nach meiner Rückkehr Gräber errichtet. 5 an der Zahl. Für all diejenigen, welche uns begleitet, doch das Ende nie erreicht hatten. Nick Crossma, Bisasam, Chillast, Shinux und auch Lord Ecke. Sie alle hatten mit uns für eine Zukunft gekämpft, welche sie selber nie erleben durften. Und doch waren all ihre Opfer nicht umsonst gewesen. Ich blickte in den Sternenhimmel. Irgendwo dort oben waren sie alle nun. Und sie blickten auf uns herab. Sie alle sahen, dass ihre Anstrengungen sich gelohnt hatten, ihre Opfer nicht umsonst gewesen waren. Sie alle waren als Helden gestorben und würden auf immer Helden bleiben. Und doch, all diese Opfer, war der Krieg sie wirklich wert gewesen? Nein, all die Opfer, all die Anstrengungen, es war es nicht wert. Hätte ich von vornherein gewusst, dass es so enden würde. Ich hätte nicht gehandelt, wie ich gehandelt habe. Jahrhunderte der Arbeit. Alles. Alles ist am Ende. Alles war umsonst. Meine Bestimmung. Ich hatte versagt. Wie? Ihr versteht nicht, was ich meine. Menschen. Ich habe es euch schon so oft gesagt. In dieser Geschichte, euer Held, Günther. Was denkt ihr? Bin ich dieser Günther? Nein. Ich habe es euch schon so oft gesagt. Mein Name ist nicht Günther. Doch heißt das, dass ich euch all diese Geschichten einfach nur erzählt habe. Aus meinem freien Denken heraus. Aus meinen eigenen Erfindungen. Und dass ich selber nichts mit der Handlung zu tun habe. Auch das ist falsch. Als die Zeit unvergangen wurde, geschah es. Ein Wesen mit der Kraft der Menschen. Doch dem Wesen eines Pokémon. Verloren von jeglichem Körper. Geschleudert durch Raum und Zeit verlor es beinahe all seine Kraft. Die Macht des ersten Menschen wurde nie erschaffen. Doch es lebte. Ich bin nicht Günther. Jason nennt ihr mich als Mensch. Als Pokémon. Darkrai. Alles, was ich euch hier erzählt habe, war das große Unrecht, welches ich einst erlitt. Ich kämpfte für die Gerechtigkeit. Für all meine Welten. Und dies ist, wie es endete. Nun fragt euch vielleicht, warum ich euch nie die Geschichten aus meiner Sicht erzählte, sondern immer aus der von irgendjemand anderem.
Nun, was denkt ihr denn? Hättet ihr jemandem wie mir vertraut? Nein. Ich musste die Täuschung nutzen, um euch mitzuteilen, was geschehen war. Nachts, wenn ich schlafe, wandle ich immer noch in meinen Welten, in denen der Pokémon. Doch es alles scheint zu vergehen. Omegon hat gesiegt. Meine Kraft ist fort. Wie sagt ihr es mir? Soll der Gott des Sternlichtes nun fallen? Hier endet meine Geschichte. Vielleicht versteht ihr meine Motive. Vielleicht nicht. Meine Ideologien, meine Gedanken. Es ist euch alles offen. Wenn ihr es immer noch nicht versteht, wenn dies der Fall ist, fragt. Ob ich euch antworte, liegt an mir. Ich kann diesen Krieg nun nicht mehr gewinnen. Und trotzdem hoffe ich, bete ich, dass eines Tages es sich vielleicht doch alles zum Guten wenden kann. Vielleicht irgendwie. Und bis dahin, ihr alle, die das hier heute hört, merkt euch eines. Beurteilt niemals jemanden, ohne alles über ihn zu wissen. Darkrai, ist er für euch immer noch bloß ein Irrer, ein Feind? Was sagt ihr? Los, seid ehrlich zu mir. Sagt es mir ins Gesicht. Ist Darkrai für euch ein Irrer? All diese Reisen, lang jede Minute, die ihr mitgefiebert habt. Die Helden, mit denen ihr mitfiebertet. Wart ihr im Unrecht? Oder war ich es? Niemand wird es je wissen. Niemand sollte je verlangt sein, zu bestimmen, welche Moral die richtige und welche die falsche ist. Und doch wurde ich dazu gezwungen. Ich musste entscheiden, Leben zwischen Leben, Welt um Welt, nur um am Ende zu scheitern. Wenn zwei Moralen aufeinanderstoßen, kann niemand bestimmen, wer die wahre ist. Doch vielleicht ist noch nicht alle Hoffnung verloren und der Himmel wird stürzen. Doch wenn, kann dies nicht durch meine Hand geschehen. Doch ich vertraue an die, die für das Gute kämpfen. Ich danke euch fürs Zuhören. Die